Beim Häckseln gilt, so lang wie möglich für die Tiere, so kurz wie nötig für eine sichere Verdichtbarkeit. Die Häcksellänge sollte der Trockensubstanz angepasst werden. Bei extrem trockenen Futter sind 2 cm, bei sehr nassem Material 5 cm anzupeilen. Für eine gute Verdichtung sollte darauf geachtet werden, dass der Walzschlepper das Tempo der Ernte vorgibt und nicht die Schlagkraft des Häckslers. Walzkapazitäten, Silogeometrie und Siliergutzufuhr müssen aufeinander abgestimmt sein. Bezüglich der Silogeometrie ist es erstrebenswert, das Silo möglichst schmal und dafür lang zu halten. Ein Vorteil ist, dass wir möglichst geringe Schichtdicken realisieren können beim Walzen. Später bei der Fütterung haben wir noch den Vorteil eines hohen Vorschubs, um Nacherwärmung vorzubeugen. Für eine korrekte Verdichtung der Silage sollte mindestens 1/4 der stündlich angefahrenen Frischmasse als Walzgewicht bereitstehen. Also für die Verdichtungsarbeit sollten die Walzschlepper mit Gewichten ballastiert sein und mit hohen Reifendrücken fahren. Eine Größenordnung wäre da Reifendrücke oberhalb von 2 bar. Eine Kennzahl für die Verdichtung als solche ist es, dass wir mindestens 200 kg Trockensubstanz pro Kubikmeter erreichen möchten. Nach der Ernte und dem Verdichten ist es wichtig, das Silo schnellstmöglich gasdicht zu verschließen. Nach dem Verschließen sollte der Silostock für mindestens 5 bis 8 Wochen ungeöffnet bleiben. Über eine wohlschmeckende Silage können sich der Landwirt und Kuh freuen. Zusammenfassend lässt sich sagen, eine gute Grassilage ist kein Zufall, sondern die Summe guter Entscheidungen. Wir hoffen, Ihnen ein paar gute Tipps mit auf den Weg gegeben zu haben und wünschen eine erfolgreiche Ernte.